Sitzkomforterprobungen führen wir kontinuierlich durch, weil der Sitz sich ja kontinuierlich weiterentwickelt. Er entwickelt sich vom handgefertigten Prototyp zu einem werkzeugfallenden Seriensitz über den Prozess. Erproben wir zyklisch und regelmäßig diese Komfortthemen mit Menschen und Probanden. Ja, ganz wichtig ist ja, dass wir nicht nur aus einem statischen Einsitzversuch Feedback bekommen, sondern der Kunde fährt ja mit einem Fahrzeug. Und dieser Ride and Handling Prüfstand ermöglicht uns, Fahrsituationen nachzustellen, unterschiedliche Anregungen nachzustellen, unterschiedliche Straßenoberflächen nachzustellen. Und damit testen wir auch den Komfort und das Gefühl des Probanden im Sitz unter einer realen Fahrbedingung. Perfektion am Sitz entsteht immer nur dann, wenn man nicht aufhört, auch das letzte kleine Detail zu optimieren. Und deswegen entstehen viele kleine Optimierungsideen direkt an der Teststrecke in der Werkstatt. Wir kommen zurück, öffnen den Sitz, schauen uns an, was haben wir gerade am Start, bringen eine Idee ein, schrauben den Sitz wieder zusammen, schrauben ihn ins Auto und fahren die nächste Runde. Wir sind sicher, dass unsere Kunden begeistert sind, dass wir diese Erfolgsgeschichte Komfortsysteme in der S-Klasse weiterschreiben können mit 4D-Sound, mit Massage, mit Tiefenwirkung. Das heißt, wir zeigen dem Kunden, dass wir nicht ruhen, sondern auch mit der neuen S-Klasse nochmal das Beste rausholen wollen für ihn, dass er sich nicht nur im Komfort wohlfühlt, sondern auch durch die Funktionen maximal begeistern lässt.